Hä? Muss ich denn hier hin? Da unten oder was? Ah, okay. Unter durchschwimmen einfach. Stumpf. Checkpoint erreicht. Ja, okay. Wo springt... Alter, wo der hinspringt schon wieder hier. Nein. Hä, da... Wie soll ich denn da hochkommen? Das ist doch Bullshit. Bin ich behindert? Ja, nicht dagegen, du Genie. Nein, nicht dagegen. Nein, nicht dahin. Okay. Warum auch nicht? Da komme ich doch nicht hoch! Was soll die Scheiße? Das regt mich gerade ein bisschen auf hier schon wieder. Nee. Ich muss da oben ran. Schaffe es aber nicht von dort rüber da ran. Und ansonsten gibt es auch keinen anderen Weg. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Da muss ich immer so rüber. Alter, ich habe ganz ehrlich keinen Plan, wie ich das gerade machen sollte hier. Wie das funktionieren soll. Habe ich irgendwas hier vergessen? Nee, kann ich ja nicht. Wieso springt er denn jetzt da gegen die Wand? Das ist doch bescheuert. Ja, genau. Ja, das bringt es so ziemlich gar nicht. Alter, die Kameraeinstellung und die Steuerung in diesen Momenten ist aber auch so behindert einfach nur. Oder muss ich da dann nochmal so ein Ding machen? Geht das? Ja, stell dich auf den Eimerrand, Ezio. Genau, das will ich. Alter, das ist schon wieder so... Oh. Was soll ich denn da packen? Das ist doch behindert. Ich unterbreche kurz die Aufnahme und guck, wie das geht. Bis gleich. Boah, meine Fresse. Ich hab's endlich hinbekommen hier. Ich war hier völlig am Abdrehen und jetzt kann ich das noch dreimal machen, laut der... Komplettlösung, die ich hier annehmen musste. Man muss offenbar einfach nur nach hinten springen. Aber wenn ich nach hinten drücke, meint er, ich springe einfach mal nach rechts. Deswegen muss ich hier Fingerakrobatik praktisch machen, damit er... Nein. Ja, genau! Und dann... Boah, wo der wieder hinspringt. Ey, das darf doch wohl nicht wahr sein. Ich glaube, ich unterbreche gleich die Aufnahme, bis ich ganz oben bin. Sonst brülle ich euch nur die Ohren voll. Ach, jetzt springe ich dagegen.
Idiot, ey. Ja, und jetzt in die Richtung wieder. Was soll denn die Scheiße? Anstatt, dass der ganz normal nach hinten springt, wenn ich nach hinten drück. Nein. Ich muss nach hinten und nach links drücken, damit er dahin springt. Hier an sich ja nach rechts und nach hinten, weil ansonsten würde... Ach so, ja, okay. Wieder nach hinten und nach links und dann springt er auch dahin. Mm. Der springt in beiden Fällen dahin. Das ist behindert. Ja, kletter nicht nach unten, Schlampe. Ja, da gegen die Wand. Okay, bis gleich. Alter, leckt mir die Klöten. Eine Viertelstunde habe ich gebraucht. Eine Viertelstunde, um hier hochzuklettern. Ist das so schwer. Ja, brauchst mir das erstmal gar nicht zu zeigen. Der eine ist gleich als allererstes tot. Der kriegt erstmal eine Klinge in den Arsch. Ja, ist scheißegal, wie viele Wachen da sind. Ich metzel die eh alle ab. Und tschüss, Nummer 1. Wo ist der nächste? Ja, okay, warte. Ach, verdammt, ich habe immer noch keine Klingen gekauft. Die wollte ich ja in Dings holen. So, wo musste ich noch gleich hin? Hier hoch. Lajuk, dort ist er, pack ihn, ah, ich bin tot. Verrecke, du kleiner Hurensohn. Hoffentlich war das schön schmerzhaft für dich. Alter, ich hab solche Aggression gerade. Alter Schwede. Der... Ja, ist ja gut. So, so. Hier rüber. Daran natürlich nicht. Natürlich nicht. Die Tür ist natürlich zu. Wie sollte es auch anders sein? Ich bin mir sicher. Hey, was ist denn? Stirb. Ich sehe ihn. Ist doch nicht etwa. Tja, so sieht's aus. Ihr wolltet euch mit mir anlegen, das habt ihr davon. Spastis. Gut. Hier haben wir es schon mal hochgeschafft, aber das reicht natürlich noch nicht. Oh, wieder sowas. Ich merke schon. Ich werde gleich wieder etwas lauter werden. Ja, spring da hin, mach was du willst. Ja, geht doch. Zum Glück war das nur ein Sprung. Wären es mehr gewesen. Ja, ich wäre leicht stinkig geworden. Aber gut. Erstmal öffnen wir jetzt hier oder drücken den Hebel runter. Kein Ding. Und gleich nochmal den ganzen Spaß. Ups. Alter Schwede. Alter, wenn ich hier runterfall, ne? Wenn ich hier runterfall, kann ich praktisch nochmal von vorne den ganzen Spaß machen. Oh, oh, dann könnt ihr euch was anhören von mir, du. Oh, oh ja. Dann würde ich aber auch die Aufnahme unterbrechen, damit ich für mich in aller Ruhe rumbrüllen kann. Aber ich hab's geschafft. Boah, diese Assassinengräber, das sind aber auch immer Kletterpassagen. Grabkammer finden. Wird gemacht. Zack, ohne dass jemand was bemerkt hat, nicht mal er. Also ja, aber da war es schon zu spät.
Was machen die überhaupt hier drin? Also, warum sind die hier? Warum? Nein. Und hier muss ich runter. Du wirst nicht entkommen. Rausgesprungen. Da ist er. Auf ihn. Alter, wie geil ist das denn? Einfach rein ins Heu, raus und tot. Okay, da hätte ich es auch so dran geschafft, das würde keinen Sinn ergeben. Aber hier, vielleicht? Hier vielleicht schon eher? Nee, doch nicht. Okay, warte mal. Hier hoch. Darüber. Hier ran. Hopp und hopp. Und zack. Und ist es das Grab? Noch nicht ganz, glaube ich, befürchte ich. Nein, natürlich nicht. Wieso denn auch? Aber es ist in der Nähe, ganz klar. Scheiße. Ah, ich suche mir erstmal einen Weg dahin, glaube ich. Ich glaube, das ist das Klügste. Damit ich gleich Bescheid weiß. Ah, und ich sehe schon. Oder auch nicht, okay. Wie du meinst. Nein, da wollte ich nicht hin. Kann ich da nicht rauf? Wohl nicht. Oh, klasse. Es freut mich wieder so sehr. Oh, ja, genau. Gleich erstmal hier ordentlich Schaden. Dickfett. Na egal, ich habe den Weg soweit. Jawohl. Na, runter mit dir. Runter. So ist gut. Alles klar, ich habe den Weg. Also kann ich das Tor öffnen. Ja, ja, ja. Mhm. Interagieren. Alter, die Kameraperspektive eben, ne? Gehen mir ja manchmal ganz an. Hoch da! Nicht rum! Ich glaube, es hackt. Geschafft. Ah, Kinderspiel. Naja, okay. Letztendlich war es doch einfach, sag ich mal. Man muss nur wissen, wie. Und was ist das davor noch, was da abgebildet ist? Zeigt das nur an Grabkammer oder Ausgang? Alles klar. Aber wir wollen erstmal das Assassinengrab öffnen. Und wir finden die Platte von einem Bogenschützen-Assassinen. Ach, dem alten mit dem Zausel. Ich glaube, das war dessen Namen ich nicht aussprechen konnte. Genau, Kulangal. Und raus geht's hier. Ein weiteres Assassinen-Siegel haben wir. Das Geheimnis von Ravaldino. Alles klar, Ladesequenz kommt, ich unterbreche. Und Ladesequenz ist beendet, ich bin wieder da. Aber auch nicht für lange, ich muss nämlich jeden Augenblick los. Deswegen... Müssen sich ja auch dabei nichts denken irgendwie. Ach, da kommt er aus dem Gully raus. Schwer bewaffnet.